Wir brauchen den Schnittpunkt der Tangenten in den Nullstellen. Es ist nicht zwingend, aber es ist hilfreich, sich die Funktion mal zu skizzieren, um zu sehen, wie sieht es aus. Also, x hoch 4 ist eine Parabel für die Ordnung, die sieht irgendwie so aus, U-förmig. Minus irgendeine Zahl mal x hoch 4 heißt, die Parabel dreht sich um. Und dann noch plus 8 heißt, es nach oben verschoben. Also sieht meine Parabel in etwa so aus, wie ein umgekehrtes U. Und da oben schneidet die y-Achse bei 8. Und also eben nur ganz, ganz grob. Und jetzt geht es um die Tangenten in den Nullstellen. Also nehme ich meine beiden Nullstellen, lege da die Tangenten dran und die schneiden sich irgendwo. Und diesen Schnittpunkt will ich haben. Dazu überlege ich mir erstmal Folgendes. Die Funktion hat nur gerade Hochzahlen. Also ist die Funktion symmetrisch zur y-Achse. Die beiden Nullstellen müssen damit natürlich auch symmetrisch sein und die Tangenten müssen damit auch symmetrisch zur y-Achse sein. Und wenn alles symmetrisch zur y-Achse ist, dann muss dieser Schnittpunkt auf der y-Achse liegen. Das heißt, ich weiß von vornherein, der Schnittpunkt hat den x-Wert 0. Das heißt, dieser Schnittpunkt hat auf jeden Fall den x-Wert 0. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist der y-Wert. Die Idee werde ich später verwenden. Ich komme also später nochmal, greife ich nochmal drauf zurück. Erstmal lasse ich es so stehen. Wie gehen wir vor? Naja, ich fange erstmal an und berechne mir die Nullstellen. Ist vermutlich keine schlechte Idee. Also nehme ich meine Funktion, minus 0,5 x hoch 4 plus 8 und setze sie 0. Ich bringe die 8 rüber. Hat minus 0,5x hoch 4 gleich minus 8, teilt durch minus 0,5. Sie nehmen Ihren Taschenrechner, tippen es ein, minus 8 durch minus 0,5 und kommen auf 16. Ziehe die vierte Wurzel. Denke dabei, dass ich plus minus brauche, wenn ich eine gerade Wurzel ziehe. Ich habe also auf jeden Fall plus minus. Vierte Wurzel aus 16. Was hoch 4 gibt 16? 2. Und damit habe ich zwei Nullstellen. Eine bei minus 2 und 0 und die zweite Nullstelle bei 2 und 0. So wie ich es erwartet habe, schön symmetrisch zur y-Achse. Jetzt brauche ich die Tangenten in den Nullstellen. Also fange ich erstmal an und beschreibe mir die Tangentenformel auf. Beziehungsweise, was ich noch machen könnte, ich brauche für die Tangentengleichung immer die Ableitung. Ich leite mal die Funktion kurz ab. Wenn ich x hoch 4 ableite, gibt 4x hoch 3. Minus 0,5 mal 4 sind minus 2x hoch 3. Die 8 fällt weg, also ist das schon meine Ableitung. Jetzt aber lege ich los mit der Tangentengleichung. F' von u mal x minus u plus f von u. Ich habe zwei Tangenten. Ich müsste das also zweimal machen. Fangen wir zuerst an mit, was ist mein u? Beginnen wir zum Beispiel mit der rechten Nullstelle, mit der plus 2, das ist einfacher. U ist 2. F von u ist, welchen y-Wert hat die Funktion bei 2? Na 0 natürlich, weil es ja eine Nullstelle ist. Wenn sie nicht einfällt, können Sie die 2 nochmal einsetzen. Sie werden vermutlich auf 0 kommen. Ich brauche f' von u, also praktisch f' von 0, Quatsch, von 2, Entschuldigung, der x-Wert ist ja 2. Also setze ich hier meine 2 ein. 2 hoch 3 ist 8, 8 mal minus 2 gibt minus 16. Und das Ganze kann ich jetzt in meine Tangentengleichung einsetzen. Ich habe also f' von u ist minus 16 mal x minus u ist 2 plus f von u ist 0. Klammer auflösen. Minus 16 mal x sind minus 16x. Minus 16 mal minus 2 sind plus 32. Die 0 kann ich mir sparen und habe meine Tangentengleichung. Jetzt müsste ich theoretisch noch die zweite Tangente berechnen und die dann schneiden, um einen Schnittpunkt zu haben. Ich mache es aber nicht, denn
Ich greife jetzt auf die Überlegung zurück, die ich am Anfang der Aufgabe gemacht hatte. Ich weiß, mein Schnittpunkt der Tangenten hat den x-Wert 0. Naja, damit muss der Schnittpunkt natürlich logischerweise auf der Tangente liegen. Das heißt, der x-Wert von meinem Schnittpunkt ist 0 und der y-Wert vom Schnittpunkt, naja, ich setze ihn ein. Minus 16 mal 0 plus 32 gibt 32. Das heißt, mein Schnittpunkt hat die Koordinaten 0 und 32. Die zweite Tangente habe ich gar nicht gebraucht. Bin fertig und zufrieden.